Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zum vorletzten Türchen des Adventkalenders. Ja, ja, nur noch zwei Tage. So, und zwar der 23. befindet sich hier und es ist nichts im Türchen. Und als Schoki haben wir hier so eine weiße mit Pferdchen drauf gedruckt. Weiße Schokolade mit einer weißen Vanillecreme. Ja, lecker. Hier habe ich heute Sehkraft. Ja, seid nicht traurig, dass ich das ein bisschen flotter mache. Ich will euch noch was anderes mit reinschneiden und deswegen versuche ich das hier mal ein bisschen schneller zu machen, weil das andere geht ein bisschen länger. Also es ist auf jeden Fall was Größeres. Ich könnte, keine Ahnung, entweder in dieses Papier, also in diesen Plastik eingewickelt sein, was man so kaputt machen kann, was dann so knallt. Nee, ist es nicht. Okay, es sind Schlüsselanhänger und zwar aus Filz. Da lag ich ganz verkehrt. Ja, in vier verschiedenen Farben. Grau, rot, lila und schwarz. Ja, nicht schlecht. Kommt eigentlich ganz gelegen. Dann kann ich nämlich für meine Brüder, die ja dann übermorgen zu Weihnachten kommen, noch einen Schlüsselanhänger machen. Da mache ich denen heute ihren Namen drauf und dann kriegen die das noch als Kleinigkeit zu Weihnachten. Ja, schön. Kann ich gut gebrauchen. So, wir machen aber direkt jetzt weiter mit dem Monitor. Und da schalte ich euch direkt frei und da ist wieder ein Beispiel von Tante Plotter. Und zwar, sei fabelhaft. Auf Deutsch, ja, sieht ganz nett aus und ich mache direkt weiter mit dem Bild von Tintenrebell. Das sieht wie folgt aus, cute but crazy, ja, der Fuchsi, der ist ganz niedlich und der Spruch ist auch ganz okay. So, das ging ratzifatzi und bevor ich das hier jetzt mache, werde ich euch einen anderen Teil mit reinschneiden. Ja, ihr Lieben, ich habe gerade angefangen, hier ein bisschen was zu machen und dann habe ich gedacht, ach komm, eigentlich kannst du die Kamera auch ein bisschen daneben her laufen lassen. Und zwar hatte ich mir schon vor ein paar Tagen überlegt, dass ich gerne Federn machen möchte. Und zwar zum Teil Schreibfedern, aber auch einfach nur Dekofedern. Ich habe jetzt hier so drei verschiedene. Das hier sind mal so ein bisschen festere Federn, wo unten hier dieser, ja, weiß ich gar nicht, wie das dann heißt, also dieses Teil, was so ein bisschen aussieht wie Plastik, diese Hohlräume, die sind sehr, sehr fest, also auch nicht so wirklich geeignet zum Schreiben, weil wenn man die nämlich drückt, dann würden die kaputt brechen. Bei denen hier ist das aber anders, die sind nämlich, wenn man hier drauf drückt, ganz weich. Und da kann man Tinte dann mit aufsaugen. Und wie ihr seht, habe ich das bei einer auch tatsächlich schon mal ausprobiert. Ich habe mir ein bisschen Tinte aufgenommen und habe da was geschrieben. Und das sah dann so aus, finde ich, ziemlich cool. Dafür, dass es mit einer Feder geschrieben ist, ohne irgendwie eine spezielle Mine noch dran oder so, sondern einfach nur die Feder. Habe hier mein Tintenfässchen genommen, was ich gekauft habe für die Füller, die ich von Miss Fruchteis bekommen habe. Ja, und jetzt dachte ich mir, achso, und dann habe ich noch die Federn, bevor ich es jetzt vergesse, so ganz feine, kleine, flauschige. Also diese drei Sorten habe ich jetzt hier. Und die möchte ich jetzt mit der Jelly Plate, wie ihr seht, schon also ein bisschen bearbeiten. Und ich habe auch schon angefangen.
Und die ersten, die sehen schon so aus. Auf der anderen Seite seht ihr hier noch Reste. Da ist es so, das ist leider nicht ganz so schön geworden. Also die könnten noch ein bisschen schöner. Die werde ich, glaube ich, nochmal drauf machen. Und übrigens, wo die hier drauf waren, da ist das hier der Rest. Und das finde ich auch ziemlich geil. Also sieht, finde ich, echt gut aus. Genau. Ja, und dann hatte ich hier, greife ich gerade mal hier runter, hatte ich hier noch von der Farbe jetzt hier, finde ich auch nicht schlecht, aber das davor sah natürlich besser aus. Genau, irgendwo muss man die ja immer hinlegen, dass sie trocknen, dann packe ich sie immer auf den Boden. Gut, also ich werde jetzt einfach noch ein bisschen basteln und werde euch dann im Schnelldurchlauf mitnehmen. Ich benutze hier ganz verschiedene Acrylfarben. Ich habe mir jetzt nicht so viele Farben vorgekramt. Ich wollte gar nicht so viele Farben haben. Und ja, ich glaube, ich werde jetzt noch mal so mit dieser Farbkombi hier arbeiten. Das war eigentlich nur so ein Pink. Und dann dieses hier. Und damit werde ich jetzt gleich noch mal auf die Farbe hier drauf gehen und werde dann die andere Seite von den Federn noch mal ungefähr in diesem Look halt machen. Genau, so. Und dann geht's schon los. Ja nur ein paar machen und deswegen hatte ich mir auch nur so wenig Farben rausgesucht und eben auch nur so ein paar Federn. Aber ich finde, meine Ergebnisse sind echt cool geworden. Das hier war übrigens ein Papier, wo ich nur meinen Roller so ein bisschen abgewischt habe. Und ja, ich fange mal an mit den Federn. Wenn ich die Papiere nehme, fliegen mir die Federn durch die Gegend. Ja, hundertprozentig trocken sind sie auch noch nicht. Und hier habe ich mit so einem Blatt Stencil gearbeitet, auf der anderen Seite nichts, genau wie hier, einfach nur mit diesem Blatt und hier genauso. Ja, finde ich trotzdem ganz cool. Der hat hier nicht ganz so viel abbekommen, finde ich aber nicht so schlimm. Die hier finde ich auch ganz cool,
einfach nur mit Blau. Ja, und auf der anderen Seite hier sieht man noch so ein ganz, ganz bisschen Gold an der Spitze. Könnt ihr das sehen? Nö, irgendwie nicht so richtig. Also an der Spitze ist noch so ein ganz bisschen Gold. Sieht man aber nicht so wirklich. So, die erstmal hier rüber. Dann diese hier. Die sind auch mit Blau und Gold gewesen. Und am der anderen Seite habe ich versucht, da nochmal mit Gold und ich weiß gar nicht mehr, so ein bisschen Restfarbe nochmal versucht. Aber dadurch, dass hier halt diese Ader oder ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, da gibt es bestimmt einen Fachbegriff für, dadurch geht das echt schwer, da Farbe dran zu bringen. Und das ist bei allen leider hier so. Also ja, bei manchen ist ein bisschen Farbe tatsächlich dran, aber bei den meisten leider nicht so wirklich. Bei der hier ist es super schön geworden, aber die ist auch oben, also die ist halt auch nicht ganz so dick hier. Da hat es super geklappt. Das könnt ihr leider in der Kamera nicht so toll sehen. Ich versuche mal ein bisschen mehr Licht ins Spiel zu bringen. Ja, vielleicht seht ihr es so ein bisschen Gold schimmern, aber nicht wirklich. Ja, also die schimmert aber wirklich richtig schön Gold von der anderen Seite. Und hier finde ich es ganz witzig, weil die genau so ein Federmuster abbekommen hat. Da hatte ich halt die Form mit den Federn. So, ja, und dann wiederholt sich das theoretisch hier immer mit den gleichen Farben. Die hat hier mal ein bisschen mehr von dem Gold abbekommen. Die hat mal ein bisschen mehr Blau wieder abbekommen. Ja, und die hier hat wieder so ein Federmuster. Auf der Rückseite auch wieder ein bisschen mehr Gold tatsächlich mal abbekommen. Und hier haben wir nochmal so eine blaue mit Gold. Ja. Das waren die und ja, am besten gefallen mir tatsächlich immer noch die, die auch zum Schreiben geeignet sind, weil einfach die Farben cool sind. Ja, so richtig schöne Herbstfarben. Und hier habe ich auch von der anderen Seite versucht, da nochmal drauf zu gehen. Das hat auch ganz gut geklappt. Da hatte ich nur den Farbverlauf halt ein bisschen anders, ein bisschen das Gelb nicht ganz so intensiv. So, und um euch jetzt mal zu zeigen, dass ich hier keinen Quatsch erzähle, sondern dass es tatsächlich so ist, dass man mit dieser Feder schreiben kann, will ich euch das jetzt einmal vorführen. Und zwar, da aus meinem Tintenfässchen hier jetzt schon so ein bisschen raus ist, nehme ich mir hier meine Pinzette noch zur Hilfe. Ich zeige euch auch warum. Na, siehst du, da habe ich mich schon wieder voll geklackert. Ja, macht nichts. So, wie gesagt, da ist schon ein bisschen Tinte raus. Und deswegen nehme ich mir die zu Hilfe und drücke mit der das hier so ein bisschen platt. Seht ihr das? Drückt das hier ein bisschen platt und dann ja, gehe ich dann ins Tintenfässchen und nehme dann ein bisschen beim Loslassen Tinte auf. Tada! Da ist die Tinte drin. Und jetzt können wir einfach drauf losschreiben. Na, da kommt diesmal ein bisschen viel raus. Ja, je nachdem, umso mehr ihr das natürlich gerade haltet, wo das Loch ist, da seht ihr es zum Beispiel sehr gut. Da ist richtig viel Tinte rausgekommen, weil ich da eben das auch so nicht so schräg gehalten habe. Man kann damit aber auch tatsächlich, also mit, das war die gleiche Feder hier, mit der ich auch diese Schrift hier gemacht habe. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel nur ganz vorsichtig drankommt, und dann wieder ein bisschen mehr. Seht ihr? Schön, ne? Also das klappt auf jeden Fall. Ja, also umso mehr man aufdrückt, umso mehr Farbe gibt sie dann auch wieder ab. Und ja, hier ist immer noch Farbe drin. Also da kann man auch ganz schön, kommt man ganz schön lange mit hin mit dieser Tinte.
das nochmal. Ja, so langsam wird es, glaube ich, leer. Ja, so langsam ist sie leer. Genau. Macht sie zwar noch ein bisschen Punktis, aber Tinte ist leer. Wenn ich jetzt drauf drücke, kommt auch nicht mehr wirklich was. Ja, also auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe hier natürlich auch ein Papier, das ist zwar sehr glatt, ihr seht, das schreibt auch nicht mal durch, weil das halt ein bisschen festeres Papier ist. Aber ja, hat auf jeden Fall super geklappt, finde ich. Ja, so, das war meine kleine Bastelei heute Abend und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Zwischending hier noch gefallen und ja, vielleicht habt ihr Lust, das mal nachzumachen, falls ihr eine Jelly Plate habt. Okay, ihr Lieben, dann ja, geht das andere Video weiter. Ja, sage ich, das andere Video geht weiter, aber ich habe euch ja die Papiere noch gar nicht gezeigt. Das mache ich jetzt noch mal so im Schnelldurchlauf. Ich sage da jetzt auch nichts groß zu. Ihr habt das ja im Schnelllauf gesehen, was ich da gemacht habe. Und das muss ich jetzt nicht mehr zu jedem einzelnen Blatt kommentieren. Und so viele Blätter sind es ja auch nicht geworden. Das zwei, nein, das ist nur eins, das macht ein bisschen Furcht. Ja, das war's. Genau, das waren alle Blätter. So, jetzt aber zu dem anderen Video. Und schon geht es weiter mit dem Adventskalender. Und ich öffne wieder das Türchen von Miss Fruchteis. Und ja, suche mir die 22. Die Päckchen werden immer weniger und sind ganz schnell zu finden. Da war die 23. 20, 7, 22. Da ist sie. Und die Zettelchen zu suchen dauert länger. So, und hier haben wir heute diesen Seehund. Und der Bibelvers lautet wie folgt. Ja, so spricht der Herr zum Haus Israel. Sucht mich, so werdet ihr leben. In Amos 5, Vers 4. Und das Päckchen suche ich jetzt einmal raus. Ich klicke das hier wieder um, dass ich das besser sehen kann. Und stelle wie immer kurz auf Pause. So, bin wieder da, Päckchen gefunden. Und hier sind Süßigkeiten drin. Und hier ist ein Armband drin. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das fühlt sich genauso an wie das Armband, was ich schon von ihr bekommen habe mit dem Belief. Aber wir öffnen. Jawohl, sage ich doch. Und wieder eins mit Belief, aber diesmal mit so einem Unendlichzeichen und einem Kleeblatt. Und dann eben so in der Mitte ein Belief. Ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank, meine Liebe. So, ja, und die aufmerksamen Videoschauer von euch werden bemerkt haben, dass hier in dem Video irgendwie was komisch war. Was war das denn? Genau, es waren Buchstaben auf einmal zu sehen, nur ganz kurz. Und ja, das wird heute so sein, morgen und übermorgen, also drei Tage. Und an diesen drei Tagen müsst ihr alle Buchstaben sammeln. Und am Ende ergibt das einen Satz. Die Buchstaben sind quer durcheinander gemixt, also die kommen nicht der Reihe nach. Das heißt, ihr müsst dann mit dem Buchstabensalat diesen Satz herausfinden. Und wenn ihr den herausgefunden habt, dann könnt ihr mir am 24., nachdem mein Video kam, das kommt ja immer um 14 Uhr, und ja, dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann werde ich aus allen, die mitgemacht haben, einen Gewinner losen. Und gewinnen werdet ihr Folgendes. So, und zwar alles
was ich die letzten Tage so gewerkelt habe. Vielleicht kommt in den nächsten 2 Tagen tatsächlich noch was dazu, verspreche ich aber nicht, weil ich nicht weiß, wie meine Zeit das zulässt, noch was zu werkeln. Wenn ich noch was werkle, dann kommt es aber hier noch mit dazu. Und ja, was ist das denn alles? Angefangen habe ich ja mit dieser Karte hier. Die habe ich als erstes gemacht. Die ist dabei. Dann habe ich, glaube ich, diesen Kissenbezug hier gemacht. Mit dieser Seerose von Tante Plotter. Und die Folie war von Plottermarie. Habe ich als nächstes, habe ich glaube ich diese Karte, aber ich bin gar nicht wahr. Noch vor diesem Kissenbezug habe ich diese Teile hier gemacht. Und zwar einmal diese wunderschönen Tickets. Diesen Tag mit dem Paperclip. Und dazu dieses Büchlein. Und eben alles farblich und ja auch vom Thema her mit dieser Libelle zusammenpassend. Dann habe ich hier diesen Kissenbezug gemacht mit der Eule. Wie gesagt, nicht ganz perfekt geworden, aber ja, auch Sachen, die nicht ganz perfekt sind, sind ja schön. Gut, dann habe ich diese Karte gewerkelt mit dem Tu, was du liebst. Dann diese Verpackung mit diesem Paperclip. Ja, und zu guter Letzt habt ihr ja gerade erst gesehen im Video diese Federn, und die wandern auch noch mit in das Päckchen. Genau, das ist der Gewinn, den ihr heute gewinnen könnt. Teilnahmebedingungen: Ihr müsst 18 sein, ihr müsst aus Deutschland kommen. Ja, und alle weiteren Sachen werde ich unten reinschreiben. Was noch wichtig ist, dass keine Barauszahlung möglich ist. Genau, das war, glaube ich, so die wichtigsten Punkte. Ja, wie gesagt, den Rest schreibe ich unten in die Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück. Ja, und falls ihr jetzt natürlich nicht alle Buchstaben gefunden oder zufällig gesehen und gleich aufgeschrieben habt, weil ihr euch gedacht habt, irgendwas ist da nicht koscher, dann ja, werdet ihr jetzt das Video zurückspulen müssen und nochmal gucken und dann eben suchen, wo die Buchstaben sich versteckt haben. Gut, ihr Lieben, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ja, und wir sehen uns morgen. Tschüss.